Bei dem letzten Satz fiel mir die Geschichte von Till Eulenspiegel ein. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Eine Gruppe von Behinderten, Blinden und Tauben, die sind so ineinander verknäuelt, dass sie nicht mehr wissen, wem welche Gliedmaßen gehören. Und sie fragen den Till Eulenspiegel, ob er ihnen helfen könne. Und dann sagte er, ja, ich kann euch helfen. Nimmt eine Rute raus und haut immer drauf und jedes Glied, das getroffen wurde, wird zurückgezogen und so hat sich der Haufen entknäuelt. Ja, was lernen wir jetzt daraus? Wer hat Interesse an Korruptionsverfolgung? Weil an sich wäre ja der Gesetzgeber zuständig, aber wie Sie in Ihrem Vortrag sagten, ist ja doch eine Vermischung von Politik und Wirtschaft vorrangig mit involviert in derartige Vorgänge, sodass man ja, dass sich in der Tat die Frage stellt, wer hat Interesse an einer Verfolgung? Da schließt sich ja der Kreis zu dem, was ich ausgeführt habe, was die langen Prozesszeiten angeht. Das ist was, wo Sie als Justizminister keinen Blumentopf gewinnen können. Die Strafen sind niedrig. Die Prozesszeiten sind lang, das Personal, die Personalkosten sind hoch. Heißt, in der Statistik sieht das doof aus. Gleichzeitig kommen die Leute und sagen, bei mir wird dauernd eingebrochen, könnt ihr da nicht mal was tun. Und insofern ist es alleine schon eine politische Weichenstellung, dass man sagt, ich will Korruption tatsächlich verfolgen. Wo es natürlich auch Widerstand aus der Wirtschaft gibt, weil es schlicht und einfach schon, wenn sie Korruption, wenn sie diese versteckten Verbindungen aufdecken möchten. Lobbyregister. Lobbyregister zum Beispiel, die nächste Stufe. Aber wenn Sie sowas aufdecken wollen, dann kommen Sie natürlich automatisch in Vorschriften, wo Sie relativ viel melden müssen. Und gegen Bürokratie wehrt sich in Teilen zu Recht die Wirtschaft immer. Insofern geht es um Personalzumessung, geht um das, was wirtschaftliches Handeln dann auch überhaupt noch möglich macht. Und da gibt es dann große Interessenschwierigkeiten und in manchen Bundesländern ist es tatsächlich auch noch so, dass die Staatsanwaltschaften weisungsgebunden sind. Es ist in der Regel nicht nachzuweisen, dass ein Justizminister dann Einfluss auf die Verfahren genommen hat. Es ist in der Regel nicht justiziabel nachzuweisen. Da sind wir wieder an meiner kölschen Lieblingsausdrücke, da kann man dran fühlen manchmal. Und wenn man die entsprechenden Wirtschaftsstrafkammern personell so eng ausstattet, dass sie eigentlich kaum arbeitsfähig sind, ja, dann weiß man auch, was das Stündlein geschlagen hat. Ich komme gleich noch zum Lobbyregister. Beim Müll- und Spendenskandal, also vielleicht nochmal kurz der Exkurs, es gab Millionenzahlungen eines Müllunternehmers, eines Entsorgungsunternehmers, der in Köln gerne eine Müllverbrennungsanlage bauen wollte. Die SPD war dagegen. Auf wundersame Weise war sie irgendwann dafür. Und das ist befördert worden über wirklich hohe Korruptionszahlungen. Ein Teil dieser Korruptionszahlungen sollte in die Parteikasse geschleust werden. Das ist jetzt natürlich irgendwie doof. Also da ist tatsächlich Norbert Rüther, der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende, mit einem leeren Koffer in die Schweiz gefahren, hat das Geld abgeholt, das Bargeld abgeholt und ist mit dem vollen Koffer wieder zurückgefahren. Hat er vor Gericht sehr schön erzählt, wie das gelaufen ist, wie er sich dabei gefühlt hat. Der Mann ist tatsächlich mittlerweile geläutert, der bereut, was er getan hat. Also ich habe 10 Jahre danach mit ihm das erste große Interview machen können. Arbeitet als Psychiater jetzt wieder in seinem ursprünglichen Beruf. Aber ganz ehrlich, der bereut tatsächlich und hat auch mit Politik nichts mehr am Hut. Aber damals, ja, kann man schon sagen, war ein schlimmer Finger. Was ist dann passiert? Man hat dann Genossinnen und Genossen sich ausgeguckt, die angeblich gespendet hätten. Dann hat man das Geld eingezahlt auf deren Namen, war an der Bank, und hat denen anschließend eine Spendenquittung nach Hause geschickt, damit das alles schön ordentlich dokumentiert ist. So, und dann gibt es unterschiedliche Erzählungen. Also manche sagen, oh, ich kriege so viele Spendenquittungen, das habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Andere sagen, ja, das war Ersatz für Aufwendungen. Ja, ich habe ja irgendwann mal hier für den Ortsvereinsstammtisch habe ich doch mal Gummibärchen gekauft. Ist doch klar, dass ich jetzt 3.000 Euro Spendenquittung kriege, ist doch logisch. Ne? Bisschen übertrieben, aber es gab verschiedene Rechtfertigungsstrategien, nur wenige hatten den Mut zu sagen, ja okay, war Mist. Ja, aber die haben das natürlich von der Steuer abgesetzt. So ist das Schwarzgeld da reingetrickst worden. So, es gab zwei Frauen, eine Rechtsanwältin, eine Landtagsabgeordnete,
Die haben gesagt, nee, wir äußern uns gar nicht zur Sache, wir lassen uns jetzt auf eine Klage ankommen. Verklagt euch uns doch. Ja, was macht die Staatsanwaltschaft in so einem Fall? Sie klagen die an. Ich habe mir den Spaß, ich habe ein relativ gutes Wiedervorlagesystem. Irgendwie alle halbe Jahre da angerufen, nachgefragt, was macht denn der Fall jetzt? Der Fall ist, wie die Juristen das nennen, verfristet. Es hat sich nie ein Gericht damit beschäftigt. Das sind natürlich Sachen Kosten-Nutzen-Abwägung. Das spricht sich rum. Deswegen ist es ja auch so wichtig, zum Beispiel bei Jugendlichen doch bitte relativ schnell dann auch die Strafe folgen zu lassen und da jetzt nicht zwei Jahre mit zu warten. Aber wenn sie mal mit deutschen Gerichten zu tun hatten und gerade in solchen Bereichen, das dauert. Das hat natürlich überhaupt keinen Abschreckungseffekt mehr. Der einzige Feind solcher Strukturen, die sich abschotten gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber auch der Teilöffentlichkeit, der Stadtöffentlichkeit, ist eben wirklich Transparenz. Und dazu zählt beispielsweise ein Lobbyregister. Die Kölner Ereignisse haben dazu geführt, dass in Nordrhein-Westfalen, ähnlich wie auf Bundesebene das mittlerweile auch ist, zumindest in Ansätzen, die Politikerinnen und Politiker erklären müssen, welche wirtschaftlichen Abhängigkeiten sie haben, bei welcher Firma sie arbeiten, welche Beraterverträge sie haben, in welchen Vereinen sie sind und da wesentliche Positionen haben. Weil wenn ich im Sozialausschuss sitze und über Zuschüsse für die Caritas mit abstimme, und zufälligerweise auch gerade bei der Caritas, das ist auch so ein Klassiker der Korruption. Reinhard Klimt, der ehemalige Verkehrsminister, musste mal zurücktreten, weil er nicht für sich selbst Geld genommen hat, sondern für seinen Fußballverein. Seinen Fußballverein, weil er da Präsident war. Ja, also auch Ansehensmehrung kann Schmiermittel sein. Es geht nicht immer um Geld. Wie gesagt, das Reparatur des Autos und so weiter. So, deswegen müssen wir Transparenz haben. Und ganz ehrlich, jetzt kommt der andere Beruf noch und auch der Lobbyist an der Stelle. Ich stehe im deutschen Lobbyregister. Es gibt ja eins vom Bundestag, das zwar nicht so weitgreifend ist, wie wir uns das als Korruptionsforscher wünschen, aber diejenigen, die auch zum Beispiel den Hausausweis haben vom Bundestag, habe ich auch, die sind offiziell in dieses Lobbyregister eingetragen. Es gibt seit einem Dreivierteljahr nicht mehr die Lobbyausweise der Fraktionen. Da konnten nämlich vorbei am Lobbyregister, konnten die Fraktionen einfach Hausausweise ausstellen und da sind eben alle möglichen rein und raus gelaufen, wo sie überhaupt nicht mehr unterscheiden konnten. Wer ist jetzt hier in offizieller Funktion, in welcher Funktion bitteschön auch und wer nicht. Transparenz ist der natürliche Feind solcher Strukturen und ist auch wirklich die einzige Chance, da die Nase dran zu bekommen. Weil dann kann man als Journalist, da kann man auch als Bürger anfangen, überhaupt mal zu recherchieren und die richtigen Fragen zu stellen. Aber wenn Sie sagen, hatten Sie vorhin angedeutet, dass Korruption auch einen moralischen Faktor hat. Wenn Sie sehen, die Gesetzgebung wird ja sehr viel von Lobbyisten geschrieben, sodass die Leute aus den Häusern, aus den Ministerien im Endeffekt vielleicht mal die Entwürfe haben. Und wenn Sie auch sehen, Sie sagen Journalisten, es ist ein Unterschied, ob ich bei der Bundespressekonferenz bin oder ob ich irgendwo zum Pressefrühstück bin, sozusagen im Insiderkreis. Und ist das nicht auch schon eine Form von, sag ich mal, Klüngel in Richtung Korruption? Genau das. Ohne Netzwerk können Sie als Journalistin, als Journalist nicht überleben. Gerade im Nahbereich. Sie haben zum einen das, was Sie auf Bundesebene nicht haben, nämlich wenn Sie über Kommunalpolitik berichten, was ich lange getan habe und zum Teil auch noch mache, dann sind Sie mit denen, die Sie kritisieren, über die Sie berichten, die Sie anprangern, am nächsten Abend in der Kneipe, im Theater, im Sportverein, die Kinder in der Schulklasse. Sie sind im direkten Nahbereich. Das ist was anderes als anonym in der Bundespressekonferenz zu sitzen und sich an der Stelle ja auch mit Profis auseinanderzusetzen. Also Entschuldigung, Politiker und an der Stelle, dazu zähle ich mich auch, als Bundesvorsitzender von einer Europas größter Journalistenorganisation, natürlich bin ich an der Stelle Politiker und ich muss mehr aushalten als andere. Ja? Im lokalen Bereich kann alleine schon dieses Netzwerken im Sinne von Empathie, das kannst du denen doch jetzt nicht antun. Und der Druck, der dadurch auch entsteht,
im eigenen Bekannten- und Freundeskreis, vielleicht sogar in der eigenen Familie. Ja, das kann so stark werden, dass es in Richtung Korruption gehen kann. Wobei ich auch da sage, da muss man sich mit auseinandersetzen, das muss man sich bewusst machen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich in Köln selbstverständlich auch mit Politikern befreundet bin. Mittlerweile auch auf Bundesebene. Ja, es gibt da Menschen, mit denen ich mich duze, mit denen ich mich auch mal privat treffe. Also jetzt nicht so viel Privatleben, aber trotzdem. Ja, wo man zusammen auf den Weihnachtsmarkt geht oder so. Und ja, wo man wirklich miteinander befreundet ist. Und es ist bei mir, weil ich das ja schon sehr lange mache, also mit 17 angefangen habe, schon immer auch investigative Geschichten gemacht habe. Ich sage, wenn sich eine solche Situation anbahnt, wenn man also in diesen Bereich Netzwerk kommt, wenn man sich das Du anbietet, das ist dann meist so der Marker der Situation, dann kommt bei mir immer der Spruch, der sagt, okay, ich sehe meinen Job ähnlich dem eines Staatsanwalts. Wer als Staatsanwalt auch im privaten Rahmen von einer Straftat erfährt, muss das melden. Wenn er das nicht tut und das ist nachzuweisen, ist er seinen Job los, ist strafbar. So, und da sage ich, klar, solche formalen Vorschriften habe ich nicht, aber moralisch für mich persönlich, ich, und das predige ich auch in meinen Rechercheseminaren, zum Beispiel auch bei jungen Studierenden, ich sage, wenn so eine Situation entsteht, sage ich, du musst das wissen. Wenn du also zum Beispiel bei deiner Partei in die Kasse greifst, ist das Äußerste, was ich mache, das an Kollegen abzugeben. Ich würde es nicht geheim halten. Das ist eine Frage des Rollenverständnisses. Genau. Und da muss man die Rollen klar definieren. Nicht jeder geht so reflektiert daran. Auch Journalistinnen und Journalisten sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Es gibt alles. Es gibt welche, die ihre berufsethischen Verpflichtungen sehr ernst nehmen. Und es gibt die anderen, die zum Glück in der Minderzahl sind, aber es gibt sie. Genauso wie es korrupte Polizisten gibt. Es gibt alles auf dieser Welt. So, unfair ist es, diese Einzelfälle dann auf den gesamten Berufsstand zu übertragen. Es nützt uns aber auch nichts, sich dahinzusetzen und zu sagen, wir sind alle als Berufsstand insgesamt erhaben über jeden Vorwurf. Nein, wir müssen uns damit auseinandersetzen, genauso wie es damals die Stadtverwaltung zum Teil gemacht hat, nein, damals sogar strukturell gemacht hat. Korruption kann es bei uns nicht geben, alles Unsinn. Wir haben es dann sehr hart lernen müssen, dass das Gegenteil der Fall ist. Und es ist eine Daueraufgabe, sich immer und immer wieder damit auseinanderzusetzen. Ja, und nochmal im Nahbereich ist die Gefahr auch schneller da, dass man dann aus Empathieerwägungen eben auch sagt, oder auch tatsächlich durch das sogar objektive Anhäufen von Dankesschulden, dann sagt, ach nee, die Geschichte muss ich jetzt gar nicht machen. Der ist auch viel zu viel Arbeit, sich dabei sagt, ach nee, der ist so nett. Das ist dann wieder die Frage des Rollenverständnisses. Genau. Sie sagten vorhin, es sei nahezu genetisch bedingt, eine gewisse Klüngel. Also die Kölner und die Preußen, die sind ja so ein bisschen gegensätzlich, obwohl die Preußen den Kölner Dom fertig gebaut haben. Aber ich erinnere, das haben sie toll gemacht, weil der ist bis heute nicht fertig. Aber danke, Preußen. Aber ich erinnere mich an ein Zitat von Friedrich II. Von Preußen, als ein Beamter sich über sein mäßiges Salär geklagt hat, hat er den Satz ausgedrückt, ich habe ihn an die Krippe gebunden, warum hat er nicht gefressen? Also selbst Friedrich der Große musste wohl seine Leute kennend ein Stück weit kapitulieren vor dem üblichen Klüngel. Ja, ich habe nicht den Begriff genetisch genannt. Es ist eine Sozialisationsfrage, das liegt, glaube ich, nicht in den Genen, aber es liegt natürlich in der alltäglichen Erfahrung. Das ist eben genauso, wie Sie wissen, dass ein Taxifahrer in Berlin jetzt nicht der allerfreundlichste Mensch auf der Welt ist. Ja. Es gibt eben schon eine Sozialisierung, die stattfindet, die auch in jungen Jahren stattfindet. Und die auch zu einer Anti-Haltung führen kann. Ja. Die aber auch, also wenn wir Ex-Freundin aus dem Schwabenländle, Kehrwoche, da hat die so gar nichts mit am Hut gehabt. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum sie nach Köln gezogen ist. Also es klappt nicht immer mit der Sozialisierung für alle. Aber Entschuldigung, das Putzen liegt in Schwaben jetzt auch nicht in den Genen, sondern es ist tatsächlich eine Sozialisierung. Also man muss immer ein bisschen, man versucht ja auch immer so ein bisschen schlauer zu sein. Also man moderiert etwas, das ist vielleicht genetisch. Ja, ich doch einfach.